Hallo meine Lieben, Tag 16 meiner Weihnachtskarten-Challenge und heute arbeiten wir mit diesem Stempel hier. Und was wir mit diesen drei süßen kleinen Kärchen machen werden, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute machen, das ist so eine quadratische Karte mit einer Mattung und einem Hintergrundelement und das auch gerahmt ist und dann noch diesen Wichteln und einem kleinen Sentiment drauf. Was wir für die Karte heute brauchen, ist einerseits dieses Stück hier oder diese Basiskarte hier. Das sind 26 cm mal 13 cm und gefällt bei 13 cm, sodass wir hier eine quadratische Karte haben. Dann eine Mattung, die ist 12,5 x 12,5 cm, einfach 0,5 cm kleiner als die Basiskarte. Das Papier ist von einem Designpapierbogen, was ich jetzt schon öfters verwendet habe. Kennt ihr sicher schon dieses Designpapier von Coop. Dann brauchen wir eine kleine Karte, da kommen dann die ganzen Elemente drauf. Die ist 9,5 cm mal 9,5 cm. Jetzt denkt ihr, das ist ein bisschen ein komisches Maß, ne? Aber was ich machen will, ist, ich will mit dieser Stanze hier arbeiten und die ist eben genau 9,5 mal 9,5 cm. Und deshalb habe ich auch noch dieses rote Papier, weil daraus möchte ich genau diesen Rahmen ausstanzen, der dann hier ringsherum kommt. Das ist das, womit wir arbeiten. Jetzt, bevor ich an die Stanze gehe, möchte ich effektiv zuerst stempeln, weil dann können wir die Big Shot einmal hervornehmen und dann das Ganze bearbeiten, was wir bearbeiten wollen. Von dem her starten wir mit Stempeln. Dazu brauchen wir immer das Stempeltool. Stempeln werde ich das Ganze mit dem Memento, damit ich das nachher noch kolorieren kann mit den Copics. Und was ich gleich auch noch stempeln werde, ist der Spruch, der da drauf kommt. Das nehme ich aus einem Stempelset, das wir effektiv eigentlich erst morgen verwenden werden. Aber hier hat es ein We'd Love at Christmas und genau das möchte ich für diese Karte haben. Und das stemple ich mit der Stazon. Das ist eigentlich auch schon alles, was wir stempeln müssen heute. Und jetzt möchte ich anfangen mit der Big Shot. Aber zuerst, bevor ich ausstanze, will ich hier diese Hintergrundkarte, möchte ich mit diesem Schneeregen hier prägen. Und das mache ich jetzt gleich zuerst. Dazu brauchen wir die Prägeplatte, Unterlageplatte, und so sieht dann dieser Schneeregen aus. Das wird die Hintergrundkarte. Dann geht es weiter mit dieser magnetischen Plattform fürs Stanzen. Und hier habe ich für diese kleinen Wichtel habe ich auch die Stanzform dafür. Die klebe ich jetzt kurz so auf, dass das wirklich schön passt. Dann habe ich hier, um den Spruch auszustanzen, habe ich so ein Framelit, was mit so kleinen Kreuzchen ringsherum gemustert ist. Finde ich ganz süß. Ihr seht, meine Big Shot ist immer voll gepflastert mit diesen Klebestreifen.
Aber es geht halt einfacher, wenn ihr das kurz festklebt, bevor ihr es durchkurbelt, damit euch das Ganze dann nicht verrutscht. Was ich noch machen wollte, ist, um diesen Hintergrund noch ein bisschen mehr zu gestalten, in Weiß diese kleine Tannenreihe. Bei Sachen, die eher etwas filigran sind, gehe ich immer zweimal durch, damit ich sicher sein kann, dass es das wirklich auch richtig ausgeschnitten hat. Sieht wunderbar aus. Das ist so, na, das ist, hat sich jetzt nicht vom Papier gelöst, das werde ich dann mit der Schere noch fertig schneiden hier unten. Das ist ein Thinlet, was effektiv, wo ich einfach was aus einer Karte ausstanzen kann, aber ihr könnt das wunderbar auch so verwenden und dann mit der Schere einfach das so zurechtschneiden, dass es dann für euch passt. Dann müssen wir mit dem Picking Tool hier auch noch diese kleinen Punkte rauspulen, die da drin geblieben sind. Und dann seht ihr auch, ne, das gibt dann eine schöne Abwechslung auch für den Hintergrund mit dieser Baumreihe. Und dann müssen wir noch den Rahmen ausstanzen in Rot. Dieses Stück nicht wegschmeißen, das könnt ihr immer wieder für andere Karten verwenden. Und dann haben wir eigentlich auch schon alle Stücke beisammen. Wichtel, Spruch, den Rahmen. Jetzt, bevor ich das alles zusammenklebe, will ich natürlich die Wichtel noch kolorieren. Und welche Copies ich hier dazu verwende, das schreibe ich euch oben ins Bild rein. Und wie ihr sehen könnt, bin ich da auch gar nicht zu bunt dran gegangen. Ich habe nur zwei verschiedene Rot verwendet und so ein bisschen Blau und die, na, haben sie hier, diese W, diesen W1 und W3 für die Schattierungen auch verwendet und natürlich für das Gesicht, wie immer, den R0 und den R11. Das ist eigentlich alles, was ich gemacht habe. Und jetzt können wir eigentlich auch schon hinne und das Ganze zusammensetzen. Das heißt, ich klebe zuerst mal die Mattung auf die Karte. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt den großen verwendet habe, ich mache das immer so, für die großen Elemente nehme ich eher die große Tube und dann für die kleinen das, was ich abgefüllt habe. So, jetzt müssen wir gucken, wo die Karte aufgeht, weil die Mäschchen haben eine bestimmte Richtung. Das heißt, wenn ihr ein Designpapier verwendet, wo es halt einfach eine Rolle spielt, wie ihr das hinklebt, dann müsst ihr da drauf gucken. Dann als nächstes kommt dieses Kärtchen. Doch bevor wir das aufkleben, will ich nur gucken, okay, die Elemente haben Platz drauf. Und bei den Tannen klebt die gleich zuerst drauf, weil dann kann ich das, was übersteht, kann ich abschneiden. Dann klebe ich hier gleich den Rest drauf, was ich hier drauf haben will. Muss jetzt gucken, wie ich die Reihenfolge mache. Ah, der Rahmen kommt drauf. Und die Wichtel. Ah,
Eigentlich finde ich es ja immer cool, ne, wenn ein Teil drunter ist und ein Teil drüber. Und glaube ich, genauso mache ich das. Also ich gucke, dass die Füße drunter kommen und der Rest über den Rahmen drüber geht. Das heißt, ich werde im oberen Bereich der Wichtel werde ich Dimensionals anbringen und dann werde ich hier unten den Rahmen draufkleben und das dann auf die Karte kleben. Jetzt lege ich zuerst den Rahmen drauf, dass der alles schön abdeckt. So, so wird es am Schluss sein. Und dann schiebe ich hier die Wichtel so ein bisschen unter diesen Rahmen drunter mit den Füßen. Muss ich kurz gucken, ich wollte nur die Laterne oben drüber haben. Sehe ich hier gerade, dass nee, halt, die kommt drüber, das passt wunderbar. Und jetzt klebe ich diesen Rahmen noch fest. So, und jetzt müsst ihr halt einfach gucken, dass ihr zwar die Füße abdeckt, aber auf der Seite wird soll der Rahmen unter den Wichteln sein. Deshalb gehe ich hier so ein bisschen drunter. Das heißt, ich starte oben in der linken Ecke. Jetzt guckt da überall noch so ein bisschen weiß hervor, weil es ist nicht so, dass ich nicht gut abgemessen habe, als ich geschnitten habe. Aber wenn ihr ein Element prägt, dann wird die Karte, verschiebt sich mir so ein bisschen in der Größe. Aber das kann man ganz einfach ganz kurz abschneiden. Und schöner als mit der Schere kommt das effektiv kurz mit dem Hebelschneider. Der Seite muss ich effektiv kurz mit der Schere, weil ich möchte nicht meinem Wichtel die Hand abschneiden. Das wäre schlecht. So, wunderbar. Dann, bevor wir das jetzt auf die Grundkarte kleben, gucken wir noch, wie wir oder wo wir das Dimensional wo wir das Label aufbringen. Also, ich werde die Karte effektiv nicht ganz mittig, sondern eher ein bisschen weiter oben anbringen, dass hier der Abstand kleiner ist als hier, damit ich hier unten das Label anbringen kann und trotzdem den Vogel und die Laterne nicht komplett überdecke. Das heißt, zuerst diese Karte aufkleben. Und prüft immer lieber nochmal, ne, wo geht die Karte auf, damit ihr das richtig aufklebt. Jetzt gehe ich rechts und links, versuche ich da möglichst den gleichen Abstand hinzukriegen und oben ein bisschen kleiner eben als unten. Und trotzdem gerade, ne? So, bitte.
Und dann machen wir dieses Label noch mit Dimensionals drauf. Ich habe da wirklich geguckt, dass unten ganz kleine Streifen von der Mattung hervorguckt, damit es ein Gesamtbild gibt und dann aber trotzdem hier, dass ich nicht zu weit ins Bild reinkomme. Und das ist dann eigentlich auch schon unsere fertige Karte für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und naja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!